Leute, wir waren hier gerade bei For Honor, wie man sieht. Wir haben das gerade bestimmt 20 Minuten angezockt. Ja. Also wir haben, wir haben den Multiplayer angezockt, das hieß 4 gegen 4. Also man kann einfach nur sagen, das Spiel hat richtig gebockt. Als erstes hat man, so ein Tutorial gemacht, da haben wir uns so ein bisschen geschnetzelt am Anfang gegen irgendwelche... Man muss sagen, man kann verschiedene Klassen auswählen, Ritter, einen Samurai und einen Wikinger. Ja. Und da werden dann so ein bisschen die Spielmechaniken vertraut gemacht, die Fähigkeiten von denen. Und danach startet halt ein Multiplayer-Match, wo man halt 4 gegen 4 auf einer Map spielt, Eroberung. Und René, was... Wahrscheinlich noch mehrere Modis, aber wir konnten jetzt nur Eroberung halt spielen. Genau. Es war mit 3 Positionen, wie man es gewöhnt ist von der Eroberung. Ja, es war halt mit 4 Leuten war das schon genug auf jeden Fall. Also mehr würde ich da auch nicht ins Spiel reinmachen. Und es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Es hat sehr also, man kann gebockt. Sich das ungefähr so vorstellen, es gab A, B, C, so wie in jedem COD. Boah, das hat sich gereimt. Und dann war halt bei Punkt B war halt immer was los. Da waren halt auch Com-Spieler, die sich geprügelt haben und die auch Damage gemacht haben. Und es war halt sehr viel noch weiter los. Also man musste sehr, sehr überlegen, wie man auch seine Haltung, also die Haltung von dem Spieler. Die Steuerung ist noch recht kompliziert gemacht, da muss man noch mal ein bisschen gucken. Mit dem rechten Stick musste man die ganze Zeit die Haltung ändern und so. Es war halt sehr kompliziert. Ja. Ich muss auch sagen, das ist ein Spiel, da lohnt sich, das Tutorial zu spielen. Auf jeden Fall, Training auf jeden Fall. Aber es war wirklich gut. Es war ein wirklich gutes Spiel und man kann es wirklich nur weiterempfehlen. Also Leute, Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Macht's gut. Ciao.